Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Deponia. So, wir sind die letzte Folge hier nach oben gegangen. Und hier habe ich mir aber, glaube ich, noch nichts angeguckt gehabt, ne? Ist jetzt schon eine Weile her. Deswegen gucken wir einfach erstmal alles an, bevor wir dann mit Poki reden. Wartet mal. Ich packe mich hier hin, dass ihr das natürlich auch wieder seht. Schatz, das Taubenfutter ist alle. Okay, wir haben hier einen Schrank. Alles klar. Okay. Drei Vögel für drei verschiedene Gewichte. Die müssen wir bestimmt irgendwie ummodeln können. Dass die Kleine dann hier ist oder so und dann unter dem Gewicht zusammenbricht. Ja, mal gucken. Er sieht ziemlich relaxed aus. Hey, huhu, hallo. Ja, was gibt's? Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem Klitus oder so. Er hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Klitus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Ah. Es könnte sein, wenn wir das nämlich dann irgendwie ummodeln, dass er dann gefeuert wird. Und wir vielleicht sogar der Postangestellte werden. Aber mal gucken. Ich müsste dringend mal funken. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg. Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir der Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Capito? Okay. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube langsam, es ist wahr, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Stimmt, in den Tresorraum können wir auch immer noch. Wirst du nicht mal müde? Ha! Willst du mich aufziehen? Das hier ist Kuvak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Vom bescheuert Aussehen. Ja, vom Nichtstun kann man auch müde werden. Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausborgen? Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Nette Tauben. Unsere Brieftauben? Es sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Wirklich? Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Ach. Ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Hier brauchen wir das. Mit dem Erdmagnet verschieben. Okay. Ich gehe dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Ja, ja. So weit haben wir alles. Können wir den... Wartet mal. Können wir den Erdmagneten hier einfach reinpacken, dass die komplett Banane werden? Aha. Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld, richtig? Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumregle. Ich liebe es, Gott zu spielen. Okay, ein Gewicht, zwei Gewicht, drei Gewicht. Aha. Werden sie schon Banane? Gib mir den Knopf. Aha, der ist jetzt noch da unten. Ah, okay. Verstehe. Aha. Versteh doch nicht.
Jetzt haben wir hier und hier einen Knopf. Und hier. Okay, jetzt haben wir schon mal zwei Gewichte hier drüben. Ich weiß ja gar nicht, ob nicht vielleicht sogar zwei reichen würden. Oder ob wir drei brauchen. Damit hier alles eskaliert. Jetzt. 3, 2, 1. Ja, jetzt hat jede ganz was anderes. Ist das gut, oder? Ich denke, das könnte gut sein. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Aha, wenn euch die Stimme wie mir auch des Telefonisten von Kuvak bekannt vorkommt, dann liegt das entweder daran, dass ihr zu viel Fernsehen guckt und insbesondere ein Ohr in die Waagschale legt, wenn während des Werbeblocks mal wieder eine Upias-Werbung läuft. My Little Farmies! Oh, die kleinen Kuschelhasen sind wieder ganz traurig. Helf ihnen! Das ist nämlich der Alex Grimm, der das macht, der allerdings vielleicht euch sogar noch besser bekannt ist für seine Rolle als Harvey in Edna bricht aus oder Harveys neue Augen. Das ist Harvey! Ja, es ist tatsächlich derselbe und er spricht hier mal wieder den Telefonisten. Eine Rolle, die ich ihm auf den Leib geschrieben habe. Er ist ja ein guter alter Schulkollege von mir tatsächlich. Beziehungsweise eigentlich war er Klassenkamerad von meinem Bruder sogar. Das wissen ja die wenigsten. Das ist auch total private Info, die ihr eigentlich gar nicht haben sollt. Ja, cool. Auf der rechten Seite sehen wir Posttauben, die sich ja bekanntermaßen am Erdmagnetfeld orientieren. Und das steht auch in Verbindung mit einem kleinen Rätsel, das ich hier eingefügt habe. Das hier möglicherweise, es handelt sich in diesem Fall tatsächlich um ein Rätsel, das ihr in einem Extra Screen, in einem quasi also ein Close-Up-Rätsel oder auch gerne genannt Minigame-Screen lösen könnt. Und dazu fällt mir noch ein, dass ich, als ich das Spiel designt habe, mir tatsächlich die einzelnen Felder und Dinge mit Stift auf Papier gemalt habe und dann mit Münzen das Ganze halt hin und her geschoben habe. Das habe ich tatsächlich ganz klassisch mit Münzen auf Papier designt, bis es dann total gut funktioniert hat. Und schließlich, nachdem wir es dann gebaut haben, Jahre später, ich war felsenfest überzeugt, dass das total deppensicher ist, das Spiel, und dass man das nicht kaputt kriegt, da haben wir dann festgestellt, dass es doch eine Möglichkeit gibt oder mehrere Möglichkeiten gibt, was eigentlich nicht passieren sollte, eine Spalte leer zu bekommen und eine weitere mit 4 Münzen auf dem Papier eben zu füllen. Das ist ziemlich peinlich. Das ist uns ganz spät erst aufgefallen und da das Minigame schon fertig designt war, ist das auch im Spiel noch möglich. Man kann es ja trotzdem noch schaffen, aber die Anzeige reicht dafür gar nicht mehr aus bei dem Spiel. Ganz schön peinlich. Aua, aua. Oh, doch nicht schlimm. ist doch nicht schlimm. Guck, wir haben es ja, denke ich mal, ganz normal gelöst, Poki. So, oh ja, also ich lasse die jetzt mal so, okay? So, wir haben hier immer noch die Katzen, die mir richtig leid tun. Ich rede jetzt nochmal mit ihm, ich muss mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Wie hi. Das mit dem Frankieren bitte war. Nennen Sie Ihr Anliegen. Du hast also ein Faible für Knickerfolie. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert also, so gut wie nie. Wenn kleine in nie. Zu große kommen. Wenn kleine in die 3 kommen. Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich. Ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz. Das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkasten Putzmittelersatzsack. Potzdonner. Oh nein, ich werde es immer noch nicht aussprechen.
Michael hat mir ja geschrieben in den Kommentaren in der letzten Folge, dass er das aussprechen kann. Ich denke mir einfach nur, da kann man nicht von dieser Welt sein. Nein, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Okay. Bis später. Also von der 1 auf die 2. Die Pakete werden jetzt viel langsamer transportiert. Okay, die werden langsamer transportiert. Sie frankiert die Pakete jetzt viel langsamer als vorher. Langsamer. Wenn eine 1 in die 3 gerät. Wenn eine 1 in die 3 gerät. Das heißt... Wartet mal. Wir haben Narkotikum, wir haben Espresso. Kann ich eigentlich auch Espresso den Katzen geben? Sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken, okay. Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Jetzt pass mal auf. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt wieder normal ist. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Ich finde das immer noch. Also, Poki, hättest du lieber Affen verwendet, ne? Man sagt, sie darf es vielleicht nicht zu laut sagen, aber die mag ich nicht. Ja? Okay, nochmal. Jetzt 1, 2, 3. Dann ist das Normale das Normale. Wenn die zu schnell arbeitet und wir ein kleines Paket haben und die wie eine Wahnsinnige leckt, ja? Dann müsste es doch eine 3 werden, von der Theorie her. Und sie aber zu langsam arbeitet, dann müsste die 3 in die 1 kommen. Aber brauchten wir nicht die 1 in die 3? Wenn der 1 in die 3 kommt mit der Knickerfolie, war das, ne? Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Du hast also ein... Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen. Genau. Die irrtümlich... Und das... Aha. Bis später. Also wenn die kleinen in die großen kommen. Das heißt, eigentlich müsste sie ja langsamer arbeiten dann, oder? Verstehe ich das jetzt richtig? Sie muss... Sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Jetzt pass mal auf. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich würde jetzt sagen... Wie entspannt sie auf einmal ist. Wir machen sie hier dafür voll schnell. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Genau. Aber wir brauchen die richtig krasse Geschwindigkeit. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer... Okay, wie schnell ist schnell? Naja, wir wollen es mal nicht. Okay. Alles klar. Wenn wir jetzt ein Paket verschicken. Wie ging das jetzt nochmal? Ah ja, ich muss ihm ein Coupon geben. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur, was sag ich nur, was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Ich finde das immer noch mega. Oh, das ist traurig. Frankierung wird gescannt. Fehler, Fehler. Das Paket ist doppelt unterfrankiert. Versand ist fehlgeschlagen. Bitte bestellen Sie erneut. Okay, was soll das heißen? Zu wenig Porto unterfrankiert. Okay, dann vielleicht doch andersrum. Jetzt war er mal. Sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Wobei sich mir das nicht dann erschließt mit der Knickerfolie. Aber egal, wir gucken mal. Der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Wir gucken jetzt einfach mal.
und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Wie entspannt sie auf einmal ist. Okay. Also nochmal. Klar ist ja, dass man nochmal normales... Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus... ...verschicken müssen. Geschenk eingeben. Adresse. Was? Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Ah, also doch so. Okay. Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Knicke die Knick, oh yeah. Geil. Grrr. Grrr. Was ist jetzt da passiert? Warte mal. Was ist wieder da? Hä? Ach so, die Anzeige sieht hier anders aus als hier. Das ist vielleicht doch noch nicht richtig. Wartet mal ganz kurz. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir... Warte mal ganz kurz. Können wir denn hier draußen jetzt irgendwo was finden, dass die was fallen gelassen hat oder so? Nee. Da dürfen wir ja nicht ran, ne? Fehler. Dann halt nicht. Okay, also irgendwas ist da noch nicht richtig. Vielleicht müssen wir doch eher die 1 rüberkriegen. Jetzt haben wir den hier leer. So, wir wieder bei 3, 2, 1. Ach, da ist auch jedes Mal eine andere Taube hier drin. Wenn ich das hier switche. Jetzt ist da die eine Taube. Aha. Brrr. Oh mein Gott, ich kaufe immer auf. Okay, jetzt sind wir 1, 2, 3. Er hat ein Dreierpaket, ja? Das überfrankiert ist.
das dann nicht so schwer ist, wie es eigentlich ist. Oder müssen wir die Einsertaube in die Mitte bekommen? Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Wenn ich das irgendwie hinkriegen könnte. Wartet mal. Oh, Amma. Ey, das ist gar nicht so einfach. Ich krieg's nicht hin. Wir müssen ja gucken, dass hier wirklich eine ganz kleine dann ist, ne? Ah! Help me. Die oben kann ich halt gar nicht verschieben. Ich komme immer genau gleich weit. Ich hab keine Ahnung. Aber ich bin mir sicher, dass ich wirklich die kleine hier reinbringen muss. Ich dachte immer, ich muss hier eine fette. Ah, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Kann ich denn... erstmal vielleicht alles nach rechts rüberbringen. Bringt mir das mehr. So. Und dann... das bringt mir nichts. Ich darf das... ist in der Mitte darf halt kein leeres sein, ne? Bin echt so doof für das Rätsel. In der Mitte darf kein leeres sein. Wenn wir hier ein leeres haben.
Aber dann kann ich ja hier natürlich wieder nicht mehr drehen. Das bringt uns auch nicht wirklich was. Brrr. Oh Leute, oh Leute. Jetzt habe ich dann fast eine halbe Stunde an dem Rätsel hier gehangen, ne? Ich glaube, ich pausiere mal und probiere mal noch ein bisschen rum und dann bin ich hoffentlich in einer Stunde oder so wieder für euch da. Bis gleich. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, ich habe es mir hingekommen. Oh Gott, ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann einfach nicht mehr. Ich habe am Ende einfach nur noch gedrückt, gedrückt, gedrückt. Und jetzt dachte ich mir so, hä? Das könnte doch hinhauen. Und da war das. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Ich sortiere meine Tauben auch ohne Hilfe. Oh, okay. Alles klar. Okay, vielen Dank für dieses Rätsel. Das ist, ich bin fertig mit der Welt für heute. Okay, jetzt gucken wir mal, ob das jetzt so klappt überhaupt. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutschein geben. Adresse. Was? Ciao, Mama. Ich hoffe, ich kann die Katzen retten. Wird gescannt. Ganz ehrlich, ich will die Katzen retten. Fehler, Fehler. Das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Jetzt kommt das nochmal. Ich finde das voll witzig. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah, ein Knick, schweres Knick. Paket oh, wird yeah. verschickt. Es ist funny. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Oh yeah. Brrr. Es tut mir leid, Taube. Und. Geil. Oh mein Gott. Ah, Knickerfolie. Wer liebt sie nicht? Ja, stimmt wohl. Was können wir jetzt damit machen? Knick. Knick. He, he. Hä? Knick, knicke, die Knick. Oh, yeah. Fehler, Fehler. Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke die Knick. Oh yeah. Wie du willst. Hä? Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. Ja, was ist jetzt passiert? Du kannst ja jetzt nicht einfach rausgehen. Hä? Können wir jetzt darauf gehen? Hey, der Kasten der Ersatzpostkatzen ist gepolstert mit Ersatzpostkatzenkastenmatratzen. Eine für sofort und eine für unterwegs. Ach, ist das süß. Wir können den mitnehmen. Können wir da jetzt wir haben zwei Ersatzkasten. Katzenkasten, genau. Können wir da vielleicht irgendwas reinpacken anstelle von den Katzen? Das sitzt auch so schon fest genug. Ich will, dass die keine Katzen mehr hernehmen. Nein, dies ist ein trauriger Depp. Ah, ja. Moment mal. Mann. Hier gibt es kein Wasser. Kein Wunder. Okay, können wir die zwei... Natürlich dürfen wir sie nicht mitnehmen. So, aber kann ich denn jetzt irgendwie da hoch, ist die Frage. Was ist das denn? Muss ich mich denn um alles... Ich will da hin. Nur die Frage ist, wie komme ich da hin?
Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Oh! Eins. Eins. Fünf. Hat das vielleicht irgendwas mit den Zahlen hier zu tun? Hat das was mit den Zahlen zu tun? 1, 3, 2, 3? 1, 3, 2, 3? Das war wohl falsch. Ah, es hat doch safe was damit zu tun, oder? Warte mal, warte mal. Warte mal. Kann ich das? Wo ist mein Handy? Ach, Leute, wir sind ja schon wieder voll über der Zeit. Das müssen wir nächste Folge ausprobieren. Aber ich werde es trotzdem schon mal abfotografieren. Weil mit diesen Zahlen müssen wir bestimmt irgendwas machen. Yes, sir. Oh mein Gott. Okay. Das ist mega tricky hier, aber es macht voll Spaß. Klingt das weird? Also gut, das Rätsel da oben mit den Münzen und so war vielleicht ein bisschen... Also das hat meinen Kopf richtig gefickt. Aber das hier ist wieder geil. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Bis dann und bye bye.